Die Vögel singen in Buenos Aires. Unser Tag kann starten. Im letzten Video hat Andy seinen Reisepass und Laptop einfach alles im Taxi verloren. Heute aber konnte er wieder aufatmen, denn der Chauffeur war so ehrlich und hat alles zurückgebracht. Das bedeutet, dass wir weiterreisen können. Ja, wir sind jetzt am Flughafen angekommen und frühstücken noch ein bisschen. Und dann werden wir nach Iguazu fliegen. Die Iguazu-Wasserfälle liegen im Norden Argentiniens, im Länderdreieck mit Brasilien und Paraguay. Für 100 Euro fliegt man hin und zurück zu der kleinen Landebahn im Dschungel von Iguazu. Wir sind gelandet und haben gerade ein Taxi geregelt, 700 Pesos nach dem Wasserfall. Wasserfälle, so ist es. Und sind umgerechnet ungefähr 14 Euro. Oder 20 Dollar, das sind ungefähr 17 Euro. Also man kann besser mit Pesos bezahlen. Und es ist nicht weit von hier. Ich glaube, eine Viertelstunde fahren. Man kann die Wasserfälle an der brasilianischen Seite und an der argentinischen Seite besuchen. Wir machen beides und besuchen als erstes die argentinische Seite. So, wir sind im Park und wir haben ungefähr 14 Euro bezahlt für das Ticket. Kann man mit American Express machen, mit Karte, Cash, alles. Wir haben Wasser gekauft, wir haben unsere Kameras mit dabei und wir müssen aufpassen, weil hier leben tatsächlich auch Tiere. Schlangen, Jaguar, Puma, und da habe ich es nicht über die Schuhe und nicht über die Autos. Man muss hier schon aufpassen. Wir gucken jetzt, wie wir genau laufen. Es gibt mehrere Routen und wir werden wahrscheinlich erst mit der Bahn hochfahren. Das ist wahrscheinlich der schönste Aussichtspunkt von den Wasserfällen. Für die Leute, die so faul sind wie Andy und ich, es fährt ein Zug hoch und das auch noch gratis. Es gibt verschiedene Stationen, wo man aussteigen kann. Wir fahren erstmal ganz hoch. Mit der Bimmelbahn ist es ungefähr eine halbe Stunde bis nach hier. Dann muss man ungefähr noch 10 Minuten laufen. Und dann kommt man hier an, am Devil's Throat. Es ist nass, aber unfassbar schön. Auf einer Länge von 2,7 Kilometern stürzen 275 Wasserfälle bis zu 82 Meter in die Tiefe. An einem normalen Tag rauschen hier pro Sekunde unglaubliche 1,5 Millionen Liter Wasser vorbei. Der Name Iguazu stammt aus dem Guarini. Das Wort I bedeutet Wasser und Guazu groß, also großes Wasser. Die Iguazu-Wasserfälle gehören zu den 7 Naturweltwundern und ist direkt die Grenze zwischen Argentinien und Brasilien. Pause mit einem Bierchen und wir gehen jetzt weiterlaufen, ungefähr 1,5 Stunden, und Andy ist gerade angegriffen durch, ich weiß noch nicht, wie es heißt, ich muss gucken, wie das auf Deutsch heißt, aber er war sehr aggressiv. Nasenbär, so heißt er, er hat Andy direkt sein Sandwich geklaut. Wandern, das kann man hier im Park auch und auch noch bequem. Die Routen sind perfekt auf Karten im Park angegeben und sie sind zu Fuß sehr gut begehbar. Auf den Nasenbären zurückzukommen, man darf sie auf keinen Fall füttern, denn sie beißen oder kratzen.
So, wir sind jetzt aus dem Park gelaufen und es ist jetzt 5 Uhr und um 6 Uhr werden wir abgeholt durch einen Taxichauffeur. Ich muss sagen, ich war in Simbabwe bei die Victoria Wasserfälle, ich war in Kanada bei Niagara Wasserfall, aber das hier ist für mich der schönste Wasserfall, weil es nicht nur ein Wasserfall ist, die schönsten Wasserfälle. Es gibt mehr wie 20 Wasserfälle hier und die Natur drumherum ist fantastisch. In Simbabwe ist es kräftiger, viel mehr Energie und und in Kanada halt ist es viel breiter. Unser Taxi-Guide hat uns wieder abgeholt und wir fahren jetzt über die Grenze nach Brasilien. This is the bridge. It's the bridge, it's the border. Across the river. Oh. Coming from the falls. Oh, just, okay. 20 kilometers. Right. Das ging sehr schnell, innerhalb 10 Minuten. Argentinien raus, Brasilien rein. Und wir sind jetzt in Brasilien, das erste Mal für mich. Und wir sind fast im Apartment. Also, perfekt. Also eingecheckt im Hotel und ich bin kurz nach oben gegangen, weil da wurde gesagt, oben ist eine Rooftop-Bar, aber hier ist überhaupt nichts los. So, wir haben die Vorspeise, Wein natürlich mit, wie nennen wir auf Deutsch, Pasteten? Blätterteig. Blätterteigtaschen, ja. Gefüllt mit Fleisch. Erster Abend in Brasilien und was muss man hier essen in Brasilien? Ein Picanha Steak. Das haben wir auch bekommen. Wir holen jetzt rein. Guten Appetit, André. Wir übernachten in der Grenzstadt Foz do Iguaçu. Die Stadt ist sehr sicher im Vergleich zu anderen brasilianischen Städten. Das Essen war sehr, sehr, sehr geil. Morgen geht's weiter. Morgen bleiben wir einen Tag in Brasilien. Da werden wir, wie gesagt, von der brasilianischen Seite die Wasserfälle sehen. Und dann fahren wir am nächsten Tag Richtung Paraguay. Aber ein Tag Brasilien morgen, das könnt ihr im nächsten Vlog sehen. Ihr könnt schon mal abonnieren. Schön, hier unten. So, wir gehen jetzt schlafen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Hallo, mein Name ist René Usinos von den Cappuccinos. Und wenn du unsere Videos cool findest, dann abonniert auf unserem Kanal. Ich werde nämlich alle Länder der Welt bereisen.